Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute wollen wir uns über eine Stiftung unterhalten, die ihren Sitz hier bei uns in München hat. Und ich begrüße ein Kuratoriumsmitglied dieser Stiftung, Oberbürgermeister Christian Ude. Herzlich willkommen. Ja, guten Abend. Herr Ude, es gibt die Stiftung von Karl-Heinz Böhm, Menschen für Menschen. Und jetzt sieht es so ein bisschen aus, als würde dieses 30-jährige Lebenswerk von ihm tatsächlich zur Disposition stehen. Es gibt einen Spender, der also schon im zweistelligen Millionenbetrag gespendet hat für diese Stiftung und der einen interessanten Satz gesagt hat. Irgendwie muss er sich mit Böhm überworfen haben, aber er geht mal von der Grundprämisse aus, eine Stiftung gehört den Spendern. Wie ist da Ihre Meinung? Ja, meine Meinung ist da ganz anders. Meines Erachtens muss man ins Gesetzbuch schauen, wenn man Eigentumsverhältnisse klären will. Und natürlich gehört eine Stiftung den Stiftern und sie ist da für den Stiftungszweck, der auch nicht mehr geändert werden kann, der Verpflichtungen darstellt, wem der Stiftungsertrag oder weitere Spenden zugutekommen sollen. Und bei Karl-Heinz Böhm ist das eine ganz klare Sache. Diese Stiftung soll den Ärmsten der Armen auf diesem Globus zugutekommen, der äthiopischen Bevölkerung, die damals Anfang der 80er Jahre eine ganz schlimme Hungersnot erlitten hat und die immer noch zu den ärmsten Völkern dieser Welt gehört, unter erschreckenden Elendsbedingungen leben muss. Und für die ist die Stiftung da. Und das schon seit über 3 Jahrzehnten. Nicht für reiche Leute, auch wenn die dankenswerterweise größere Beträge spenden konnten. Sie haben sich in den letzten Jahren engagiert für diese Stiftung. Sind vor über 6 Jahren, also eigentlich ziemlich genau vor 6 Jahren, in Äthiopien gewesen mit Ihrer Frau. Und Sie haben damals eine Kamera von uns mitgenommen, von München TV, und haben dort Bilder mitgebracht, die wir uns damals angeguckt haben und wo wir damals schon über die Stiftung Menschen für Menschen gesprochen haben. Ich möchte mit Ihnen heute, liebe Zuschauer, gemeinsam nochmal diese alten Bilder von vor 6 Jahren anschauen, die aber ziemlich gut dokumentieren, was diese Stiftung dort in Äthiopien alles macht und wie damals eben die Eindrücke von dem Kuratoriumsmitglied Christian Ude waren. Und am Anfang unterhalten wir uns über Bilder von Addis Abeba, eben einfach von der Stadt, wieso da der Eindruck gewesen ist, als Christian Ude mit seiner Frau Edith von Welser Ude dort gewesen ist. In den Straßen von Addis Ababa, es gibt schon ersten Verkehr, obwohl die meisten Fahrzeuge sind Busse oder Taxis. Die Hütten sind noch aus Wellblech mühsam zusammengesetzt. Also es ist nicht so wie auf dem Land, dass es reine Lehmhütten wären. Aber man sieht an allen Ecken und Enden ein Elend, das wir uns kaum vorstellen können. Kaum feste Wände, überhaupt keine Fenster. Und wenn einer wie hier eine kleine Maueröffnung hat, in die er ein paar Konservendosen stellen kann, dann nennt sich das schon Ladengeschäft. Hier haben Hilfsorganisationen Spielgerät verteilt. Das wird von den Jugendlichen gerne angenommen. Und jetzt kommen wir auf die Hochebene Zentraläthiopiens, ganz flach bis zum Horizont, aber es handelt sich in Wahrheit um einen Tafelberg. Wir sind hier weit über 2000 Meter Höhe. Da hat meine Frau gerade den Kindern auf der Digitalkamera zeigen müssen, wie die Bilder aussehen. Das ist für die Kinder natürlich unvorstellbar. Hier kommen wir jetzt in Räume auf dem Land hinein und das ist schon ein Zeichen von Luxus. Diese Bäuerin hat es sich leisten können, eine alte Wochenendzeitung zu bekommen und hat mit der Zeitung die Schlafzimmer
ausstaffiert. Eben hat Karl-Heinz Böhm gezeigt, dass die Menschen auf blankem Ton schlafen. Und das ist der Innenraum eines Tukuls, also eines Lehmrundbaus. So hausen die Menschen das ganze Jahr. Es ist so dunkel, weil es keine Fenster gibt, denn da würde zu viel Kälte hereinkommen in den Wintermonaten. Das ist wieder die Hochebene. Man meint, man sei auf dem flachen Land, aber in Wahrheit ist man über 2000 Meter über dem Meeresspiegel in einer Hochgebirgssituation. Die Kinder sind unglaublich interessiert, aufgeschlossen, neugierig, aber natürlich auch ganz elendarm. Herr Oberbürgermeister, ich möchte an dieser Stelle unseren Zuschauern noch mal sagen, die Bilder, die Sie da gesehen haben, die hat er alle selber gedreht. Also im Grunde genommen ja ohne sehr viel Kameraerfahrung. Also noch mal großes Kompliment. Mit einer großen Ruhe haben Sie hier Bilder aus Äthiopien mitgebracht. Also damals wollten wir damit einfach nur mal den ersten Eindruck aus Äthiopien vermitteln. Wir werden immer mehr sehen, was die Stiftung dort geleistet hat. Wenn man jetzt die jüngsten Presseberichte sich anschaut, dann hat auch seine Frau Almaz Böhm gesagt, drei weitere Kuratoriumsmitglieder haben ihr Amt niedergelegt. Also das sind doch alles Anzeichen dafür, dass es da sehr kriselt. Wie bewerten Sie das als Kuratoriumsmitglied? Wie gefährdet ist die Stiftung? Also es ist in der Tat eine Krise, denn es war ein Spender, der große Beträge von seinem unermesslichen Reichtum, den er auf einer Steuersparinsel in der Karibik angehäuft hat, viel abgegeben hat. Also, dass es ein verdienter Spender ist, will ich gar nicht bestreiten. Aber er hat gemeint, dass er jetzt auch das Sagen in der Stiftung hat, dass er die Vorgehensweise von Karl-Heinz Böhm auf den Kopf stellen könne. Und als er gemerkt hat, dass die Stiftung nicht nach seiner Pfeife tanzt, ist er offensichtlich sehr zornig geworden und hat plötzlich der Stiftung den Kampf angesagt und macht sie jetzt in Interviews schlecht und hat sogar angedroht, er wolle 1 Million Euro ausgeben, um in Anzeigen in Zeitungen und Illustrierten aufzufordern, für diese Stiftung keine Spenden mehr zu machen. Das wäre natürlich ein Nackenschlag für die Millionen Menschen, denen in Äthiopien bereits geholfen werden konnte. Und deswegen meine ich, dass man diesen Hintergrund aufzeigen muss, dass die Öffentlichkeit wissen muss, woher jetzt der Wind weht und warum eine so verdiente Einrichtung jetzt plötzlich in den Dreck gezogen wird. Er macht es ja an konkreten Sachen auch fest. Er sagt, er hat es einen Neubau gegeben in Addis Abeba und dieser Neubau sei viel zu groß gewesen. Das ist natürlich alles relativ, aber wenn das ein Kuratoriumsmitglied sagt, der also zweistellige Millionenbeträge spendet, dann hört man ja wenigstens hin. Wie kann man denn beweisen der Öffentlichkeit, dass diese Gelder richtig ausgegeben wurden? Also die wurden ja gar nicht ausgegeben. Hier ist von einer Planung die Rede. Das Headquarter von Menschen für Menschen in Addis Abeba ist aus allen Nähten geplatzt. Man brauchte einen Neubau und der äthiopische Staat hat ein Grundstück dafür zur Verfügung gestellt, aber auch eine entsprechende Bebauung verlangt, die tatsächlich über die Bedürfnisse von Menschen für Menschen hinausgegangen wäre. Das passiert sehr oft bei innerstädtischen Grundstücken, dass dort der Bebauungsplan eine sehr hohe Bebauung vorsieht und verlangt. Und nachdem das kritisch diskutiert worden ist, hat man die Pläne geändert. Das heißt, hier wird noch mit einem Projekt Wind gemacht,
und Rufschädigung betrieben, das überhaupt nicht realisiert worden ist, weil man sich mit der Stadtverwaltung einigen konnte, das Bauvorhaben so zu reduzieren, dass nur für Menschen gebaut wird und nicht weitere Räume, die man hätte weiter vermieten müssen. Deshalb schauen wir uns jetzt noch mal aus dem Jahr 2007 an, was dort alles, zumal auch in der Landwirtschaft, geleistet wird. Inwieweit, wenn man es überhaupt vergleichen kann, ist die Landwirtschaft, die dort in Äthiopien betrieben wird, mit der hiesigen vergleichbar? Überhaupt nicht, und zwar schon von den Bedingungen her. Es gibt ein Problem, das ich mir so dramatisch vorher auch nicht vorgestellt habe. Das ist die Bodenerosion. Da bricht der Boden gleich mehrere Meter ab. Ich glaube, das können wir gleich auf Bildern sehen. Da haben Sie sehr schön jetzt hier die Erosion dargestellt, wie die, also bestimmt, das sieht nach 10 Metern aus, nach unten gebrochen ist. Hier sieht man Ihren Schatten. Ja. Ja, und da sieht man einen sogenannten Gabion. Das ist ein Stahlnetz, in dem man Felsbrocken sammeln kann, damit man damit insgesamt eine richtige Barriere zusammenbekommt, mit der man einen Berghang befestigen kann. Und hier arbeiten gerade Hunderte aus einer größeren Nachbarschaft daran, einen Berghang zu terrassieren. Menschen für Menschen hat unzählige Berghänge terrassiert. Da werden also Terrassenmauern gebildet, damit das Erdreich nicht runtergeschwemmt wird, sondern in Stufen bleibt. Hier sehen wir ein Wassersystem, ein israelisches Patent. Da ist es möglich, mit geringstem Wassereinsatz, eine kleine Tonne reicht, einen großen Acker zu bewässern. Da fällt wirklich überall ein Tropfen herab, genauso viel wie das Gemüse braucht. Und hier sehen wir eine Baumschule. Da werden in ein Plastikband erst das Erdreich gegeben und dann die Setzlinge. Und jetzt werden die Setzlinge ausgebracht. Und da kommen die Millionen Pflanzen her, die Menschen für Menschen bisher aufgezogen hat. Allein 78 Millionen Bäume. Wenn man sich das anschaut, wie mühsam mit Händearbeit dort die Landwirtschaft betrieben wird, da könnte man sich auch überlegen, warum schickt man nicht einfach mal ein bisschen schweres Gerät rein und baut das in einem Rutsch mal auf. Warum ist es dem Herrn Böhm so wichtig, dass das sozusagen von den Leuten dort selber in die Hand genommen wird? Ja, das ist wirklich der ganz wesentliche Unterschied von seiner Arbeit zu etwa staatlicher Entwicklungshilfe, die da manchmal einen Staudamm oder ein Elektrizitätswerk hinsetzt, mit dem die Einwohner gar nichts anfangen können. Bei ihm geht es immer um Hilfe zur Selbsthilfe und immer müssen die Begünstigten aktiv mitmachen. Also es gibt keine geschenkten Terrassen, sondern die müssen mit Händearbeit Stück für Stück gebildet werden. Es gibt auch keine geschenkten grünen Hänge, sondern da muss Bäumchen für Bäumchen von den Äthiopiern selber gepflanzt werden. Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ein permanentes Credo. Ihr müsst selber etwas tun, um eine bessere Zukunft für euch und vor allem die Kinder und deren Kinder zu bekommen. Das kriegt man nicht geschenkt, das fällt nicht in den Schoß, aber ihr braucht Hilfe, um das Richtige und Vernünftige zu tun. Das hört sich alles sehr ehrenwert an und ist auch ein tolles Projekt. Und man sieht ja auch, wie engagiert der Böhm da unterwegs war die ganzen Jahre. Was halten Sie denn dann von diesen Vorwürfen von dem Großspender, dessen Psychologie wir vielleicht auch nachher noch mal ein bisschen untersuchen sollten, warum er das macht, der eben auch wirklich sagt, es mangle an Transparenz. Also die Spenden seien also nicht korrekt verbucht worden. Wie kann man der Öffentlichkeit demonstrieren, dass das so nicht gewesen ist? Da sollte man nicht auf einen Mann hören.
der in seinem Zorn um sich schlägt und Menschen für Menschen kaputt machen will, auch das Lebenswerk von Karl-Heinz Böhm ruinieren will, sondern man sollte auf zum Beispiel die Stiftungsaufsicht hören, die ja Stiftungen streng kontrolliert, und man sollte sich für das Spendensiegel interessieren. Das wird vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen vergeben. Und da hat Menschen für Menschen über viele Jahre hinweg immer die attestiert bekommen, hervorragende Arbeit zu leisten, die Spenden korrekt zu verwenden und wirtschaftlich zu arbeiten. Und jetzt ist gerade aufgrund der Vorwürfe eine Sonderprüfung im Gange. Ich finde, da soll man den Fachleuten vertrauen, die das jetzt eingehend untersuchen und dann der Öffentlichkeit mitteilen werden und nicht auf einen enttäuschten Liebhaber, der um sich schlägt und jetzt alles zerdeppern will, was er vorher selber mit unbestritten großen Geldzahlungen unterstützt hat. Aber zweistellig waren die Millionenbeträge nie, das behauptet er nicht mal selber. Es waren hohe einstellige Beträge, die er zur Verfügung gestellt hat, in unterschiedlicher Form, manche als Spenden, manche nur als Bezahlung von Aktivitäten, die der Öffentlichkeitsarbeit von Menschen für Menschen zugutekommen sollten. Soll sich auf 10 Millionen addiert haben im Laufe der Zeit. Also die Summe ist ungefähr zweistellig. Was er auch fordert, ist, dass seine Frau Böhm einfach Auskunft gibt über den Gesundheitszustand von Karl-Heinz Böhm. Diese Auskunft wird ihm verweigert. Wie empfinden Sie das? Also das ist ein wirklich sehr merkwürdiges Kapitel. Er behauptet ja immer, dass Karl-Heinz Böhm sein Idol sei und dass er das Lebenswerk retten müsse, aber gleichzeitig zieht er es in den Schmutz und dringt sogar ins Privatleben ein und erhebt Ansprüche, die einfach nur einem wirklichen Familienmitglied zustehen. Es ist so, dass ich selber in den frühen Jahren dieses Jahrhunderts Karl-Heinz Böhm sehr intensiv besucht habe. Da war er auch schon um die 80 und hat erzählt, wenn es einmal nachlassen sollte oder wenn ich gar krank und zum Pflegefall werde, dann möchte ich so in Erinnerung bleiben, wie mich das Publikum kennt. Und ich möchte abgeschirmt werden von der Öffentlichkeit. Also das ist doch wohl ein verständlicher Wunsch. Anderen Ehefrauen wird vorgeworfen, dass sie ihren hochbetagten Ehemann nicht genügend abschirmen von der Öffentlichkeit. Jetzt wird Almas Böhm kritisiert, weil sie den Wunsch ihres Mannes beherzigt und in die Tat umsetzt, dass er nicht in einem angegriffenen, pflegebedürftigen Zustand zu Markte getragen wird. Das ist doch wohl in Ordnung. Und ich weiß auch nicht, wie jemand auf die Idee kommt, nur weil er viel Geld gespendet hat, wohlgemerkt für die Äthiopier, die dort Not leiden, warum er einen Rechtsanspruch hätte, in die medizinische Behandlung seines Idols eingeweiht zu werden. Das ist ein ganz befremdlicher Vorgang. Was da alles kaputt gemacht wird, das sollten wir uns nochmal anhand eines Beispiels angucken. Mhm. Sie haben da sehr interessant dokumentiert, wie in Äthiopien eine Treppe gebaut wird. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, der für mich eigentlich mit das Beeindruckendste war, was Sie von Ihrer Reise mitgebracht haben, was anknüpft an diese Hilfe zur Selbsthilfe. Sie haben sehr gut dargestellt, wie in Äthiopien eine riesige Treppe gebaut wird. Mhm. Lassen Sie uns die Bilder anschauen und dann würde ich Sie bitten zu erklären, warum wird mitten in einer völlig kahlen Landschaft eine riesige, riesige Treppe gebaut. Hier sehen wir also, wie die noch oben die Steine sammeln und sie dann nach unten tragen. Erklären Sie, was machen diese Menschen dort? Die liefern das Material für den Weiterbau der Treppe, deren oberen Teil wir hier schon sehen, rechts Karl-Heinz Böhm. Diese Treppe
führt einen fast senkrechten Hang hinunter. Ich habe ein bisschen mitgeholfen. Einen senkrechten Hang von einigen hundert Metern Höhe, der zwei eng benachbarte Dörfer trennt. Da kann man keine Ziegen vom einen Dorf ins andere liefern und keine Schafe. Und viele Kletterer sind schon zu Tode gekommen. Erst mit der Treppe bekommen beide Dörfer, das eine unten im Tal, das andere oben im Berghang, eine Verbindung zur Außenwelt. Die Menschen dort wissen von der Welt buchstäblich nichts. Sie kennen nur das eigene Dorf. Und diese Treppe, die die Ehefrau, die äthiopische Frau von Karl-Heinz Böhm, Almas Böhm, vorgeschlagen hat und die deshalb auch Almas Treppe heißen wird, stellt das große Tor zur Welt dar, zu einem anderen Dorf. Wie groß ist denn der Höhenunterschied von den beiden Dörfern? Der Unterschied insgesamt ist über 200 Meter, aber die Treppe, die den senkrechten Berghang überwindet, wird allein 73 Höhenmeter haben. Ja, wir unterhalten uns über die Stiftung Menschen für Menschen mit dem Kuratoriumsmitglied Christian Ude. Herr Ude, jetzt hat der Großspender Wagentrotz, so heißt er, der also mehr Mitsprache fordert und die Stiftung jetzt sehr kritisiert, der hat Ihnen eine Mail geschickt. Und in dieser Mail, da gibt es Begriffe wie, dass sich der Spender gehässig, hinterhältig, verlogen, beleidigend und undankbar behandelt fühlt. Das sind natürlich Begriffe, die ungeheuer emotionalisieren. Was ist denn da vorgefallen? Kann man das irgendwie erklären? Nein, das weiß ich zum Glück selber nicht. Es muss emotionale Auseinandersetzungen gegeben haben. Sonst ist eine Seele nicht so gekränkt, dass sie derartig aufschreit. Aber ich finde, in dem Mail, mit dem er auf meinen Vermittlungsvorschlag geantwortet hat, einen anderen Satz viel erhellender. Denn da schreibt er, er will 6,5 Millionen von der Stiftung. Das ist die Vorbedingung für die Teilnahme an einem Verständigungsverfahren, an einem Versöhnungsversuch. Und das finde ich nun wirklich ganz besonders befremdlich, dass ein Mann, der immer mit seinen 100 Millionen Vermögen auch renommiert, 6,5 Millionen bekommen möchte, wohlgemerkt Euro, von einer Stiftung, die ja nur Spendengelder besitzt, um den Ärmsten der Armen in Äthiopien zu helfen. Das haben unendlich viele Kleinspender auch zusammengebracht, dass Menschen für Menschen seine fantastische Arbeit leisten kann und damit das Leben von mindestens 3 Millionen Äthiopiern bereits nachhaltig verbessern konnte in besonderen Elendsquartieren. Und jetzt kommt ein Superreicher daher und will 6,5 Millionen aus diesem Spendentopf wegen erwiesenem Undank, wie er schreibt, weil er sich persönlich schlecht behandelt fühlt. Also was immer da an Wortwechsel oder an menschlicher Enttäuschung vorgekommen sein mag, meines Erachtens gibt es überhaupt keine Rechtfertigung, aus einem Spendentopf für die Ärmsten der Armen auf diesem Globus 6,5 Millionen herauszuverlangen, die einem Superreichen in einem Steuerparadies in der Karibik zugutekommen sollen. Also da hört mein Verständnis wirklich auf. Und das ist ja auch nicht der Stiftungsgrund. Und deshalb kann man das natürlich überhaupt nicht zurückgeben. Aber das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass Sie hatten ja wohl die Idee, einen Vermittler zu holen, also einen Schlichter. Da darf ich nicht mit fremden Federn mich schmücken. Die Idee hatte der Chefkorrespondent der Süddeutschen Zeitung, der hatte über den Konflikt geschrieben, ja, und dann aufgehört mit der Feststellung,
das schreit doch eigentlich nach einem Versöhnungsversuch. Denn Tiefensee vorgeschlagen und, von der SPD? Nein, es hat sich der Wolfgang Tiefensee, der ja die Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Addis Abeba in seiner Zeit als Leipziger Oberbürgermeister angeleiert hat, selber angeboten. Mhm. Und ich habe mich als Vermittler versucht und gesagt, Wolfgang Tiefensee ist bereit, diesen von der Süddeutschen Zeitung vorgeschlagenen Versöhnungsversuch einzuleiten und durchzuführen. Aber die Reaktion war, dass der reiche Großspender gesagt hat, erst will er 6,5 Millionen Euro zurück, ohne das gibt es keine Versöhnung. Er hat Norbert Blüm dann vorgeschlagen, er hat Geißler vorgeschlagen und den bayerischen Finanzminister Söder. Ja, das ist politisch sehr aufschlussreich, aber die Stiftung war ja wirklich bis zur Schmerzgrenze daran interessiert, jeden Versuch einer Beruhigung und Aussöhnung zu unternehmen und hat gesagt, gut, wir akzeptieren auch den Vermittlungsvorschlag Heiner Geißler und Norbert Blüm. Das sind beides bewährte Streitschlichter, auch in Tarifrunden. Aber es scheiterte alles an der finanziellen Forderung. Und darüber müssen sich jetzt auch Rundfunksender, Privatsender und Zeitschriftenverleger klar werden. Wollen sie sich wirklich Geld geben lassen von einem Mann auf einem Steuerparadies in der Karibik, der jetzt seinen Reichtum dafür einsetzen will, die Stiftung von Karl-Heinz Böhm kaputt zu machen? Das ist schon eine schwierige Frage. Ich mache einen Vorschlag. Wir zeigen lieber konkret, was die Stiftung in Äthiopien ganz konkret macht. Und zum Thema Wasserfindung und Wassertransport schauen wir uns jetzt mal einen Beitrag an. Eine Wasserstelle, auf die Karl-Heinz Böhm sehr stolz ist, sie wurde vor 16 Jahren geschaffen, aber man sieht nur kleine Mädchen, die diese riesigen Kanister, die gefüllt unerhört schwer sind, auf ihrer Schulter dann ins Nachbardorf tragen. Aber bevor es diese Wasserstelle gab, war der Weg für die Mädchen noch ein paar Kilometer länger. Für jedes Wasser müssen Kilometer zurückgelegt werden. Was ja auch erschütternd ist, dass diese Mädchen so früh verheiratet werden. Das gehört auch zu den schädlichen Traditionen. Das sind hier Eheschließungen mit 9, 10, 11 Jahren, also unvorstellbar. Da hilft Gott sei Dank die orthodoxe Kirche mit, diese Tradition zu bekämpfen. Hier erleben wir eine Schule, die eine Frau, wir sehen sie im Bild, Frau Gobina, gegründet hat, ein Waisenhaus und eine Schule. Diese Äthiopierin hat versucht, die Straßenkinder zu schützen und betreut insgesamt 12.000 Kinder, auch in dezentralen Einrichtungen. Und hier was ganz Ergreifendes, Karl-Heinz Böhm macht eine große Veranstaltung auf dem flachen Land, in der Hochebene und klärt auf gegen die fürchterliche Tradition der Genitalverstümmelung. Das ist ein Schwerpunkt seiner Arbeit. Was wir eben gesehen haben, war eine Augenoperation am offenen Fenster. Das ist für uns auch schwer vorstellbar. Und hier ganz unverhüllte Aufklärung gegen AIDS. Das ist in Afrika ein riesiges Problem. Hier sehen wir den Höhepunkt der Gesundheitsvorsorge. Ein wirklich schönes, modernes Krankenhaus, aber leider werden die Patienten oft zu spät eingeliefert. Sie haben noch nicht das richtige Vertrauen zur Medizin. Das ist für Frühgeborene also wirklich ein hoher medizinischer Standard. Hier der Gebärsaal, durchaus vorzeigbare Krankenzimmer. Hier kümmert sich mal ein Papa um sein Kind, also da ist wirklich fast schon europäischer Standard erreicht.
Der Großspender macht auch den Vorwurf, dass die Schulen, die von Böhm gebaut werden in Äthiopien, dann an den Staat übergeben werden und er den Spendern nicht gesagt hat, dass dann eben nur noch der Staat dafür verantwortlich ist und diese Schulen dann verkommen lässt. Also das ist der absurdeste Vorwurf überhaupt, den Karl-Heinz Böhm sagt, seit 1981, die Schulen werden, sobald sie fertiggestellt sind, dem äthiopischen Staat übertragen, der ja auch die Schüler hinschicken muss und die Lehrer bezahlen muss und die Schulen dann in Schuss halten wird. Natürlich nicht unter Münchner Bedingungen, sondern unter Dritte Welt Bedingungen. Aber das ist der Witz der Idee, dass Äthiopien ein funktionierendes Schulsystem bekommt und dass nicht Privatschulen für Begüterte sind, sondern staatliche Schulen für alle. Das haben Sie schon 2007 in unserem, in unserer Sendung gesagt. Und wir gucken uns da mal an, wie die Schulen von Karl-Heinz Böhm dort aufgebaut werden. Karl-Heinz Böhm baut eine Schule nach der anderen. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, macht das Sinn, in einem solchen Land, provozierend gefragt, wo ja sowieso alles fehlt, eine so breite Bildungsoffensive zu starten, wie das Karl-Heinz Böhm macht? Also es macht zweifellos Sinn, denn die Schulgebäude sind einfach erforderlich, damit überhaupt gelernt werden kann. Ich habe auch alte Schulen besichtigt. Das sind dunkle Lehmhöhlen ohne Licht, ohne gescheites Mobiliar. Da könnte kein Kind lernen in Klassen von 84 oder 88 Schülern. Also furchtbar, man kann es nicht anders beschreiben. In den neuen Schulen ist der Staat dann verpflichtet, einen ordentlichen Schulunterricht zu gewähren. Menschen für Menschen ist ja nur fürs Gebäude zuständig. Das sind helle Schulräume, das sind taugliche Möbel, das ist Licht und Blick ins Freie. Sie werden es sehen, was es für ein Vergnügen ist, dort Unterricht zu halten. Ja, Sie haben das sehr schön eingefangen. Sie haben mit älteren Schulen eben angefangen, wo man eben wirklich sieht, was eine Schule damals war. Und dann hier, da gehe ich mal davon aus, das ist eine neue Schule. Das ist die neue, die die Münchner Bürgerinnen und Bürger gestiftet haben. Da haben wir das Schild, das angebracht werden soll. Da verteilt meine Frau Postkarten, damit die Kinder auch wissen, woher die Spenden kommen. Die waren sehr beliebt da. Ne? Die waren so beliebt, dass sie mir aus der Hand gerissen wurden. Und hier sehen wir Karl-Heinz Böhm, wie er überall am Straßenrand begrüßt wird. Wirklich wie ein Volksheld und ein Wohltäter. Das ist die feierliche Zeremonie mit vielen, vielen wilden Reitern zur Eröffnung der Münchner Schule. Und die Plakate und Fähnchen, die ich mitgebracht habe, wurden auch sofort dem Schaf angezogen, das Karl-Heinz Böhm geschenkt bekommen hat. Man erkennt hier eine riesige Dankbarkeit irgendwie bei den dortigen. Ja, also es ist das größte Ereignis eines Dorfes überhaupt seit seinem Bestehen, wenn man eine richtige Schule mit geradem Boden, mit hellen Fenstern, mit richtigen Schulmöbeln erhält. Das ist der Sprung in eine bessere Zukunft. Ja, und dann wollen wir uns natürlich auch das Gespräch angucken, das Christian Ude mit Karl-Heinz Böhm in Äthiopien geführt hat, als er ihn nach seiner Arbeit befragt hat. So, und jetzt müssen wir noch einmal betonen, dass Sie, Christian Ude, sozusagen unser erster Auslandskorrespondent für München TV gewesen sind. Und zu einem jedem guten Beitrag bzw. Dokumentation gehört dann auch ein Interview mit dem wichtigsten Protagonisten. Und das haben Sie geführt mit Karl-Heinz Böhm. Und das wollen wir uns jetzt auch mal anschauen. Da war dann die Kamerafrau meine Frau. Da war die Kamerafrau Ihre Frau. Es ist sicherlich erschütternd, welch niedrigen Entwicklungsstandard man in vielen afrikanischen Dörfern und Landstrichen sieht. Aber was sagst du zu dem Einwand, dass jeder Kontinent für seinen Entwicklungszustand selbst verantwortlich ist? Warum geht es uns etwas an, wie es in Afrika zugeht? Es ist die Frage für mich relativ deprimierend. Deprimierend deshalb, weil es eine Beweisführung dafür ist, dass man weder in den Schulen
noch in den Hochschulen, in den Gymnasien, noch in den Universitäten ganz gleich wo, über das lehrt in Geschichte und Geografie, dass dieser Kontinent Afrika für 487 Jahre, sprich fast ein halbes Jahrtausend, auf die brutalste Art und Weise von Kolonialmächten, die heute zu den reichen Mächten der Welt gehören, unterdrückt, ausgebeutet und an jeglicher Form einer eigenen Entwicklung gehindert wurde. Nun siehst du die größte Chance für Entwicklungshilfe im Bau von Schulen. Noch mehr Schulen und immer mehr Schulen. Bald werden es 150 sein, die Menschen für Menschen allein hier schon realisiert hat. Warum immer wieder Schulen? Ich darf dazu sagen, dass die äthiopische Regierung veröffentlicht hat vor einigen Jahren, dass nicht einmal die Hälfte der Kinder Äthiopiens, sprich 46,7%, die Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen. Aus dem einfachen Grund, weil die anderen 53,73% keine Schule haben. Es bestehen keine Schulen. Jetzt frage ich, wie soll sich eine zukünftige Generation entwickeln, wenn sie keine Ausbildungsmöglichkeiten haben? Ich spreche nicht nur von der Basis von Schreiben, Rechnen, Lesen, nicht einmal davon, aber überhaupt eine Ausbildung, die man ja haben muss, um sich weiterentwickeln zu können. Und deswegen habe ich erkannt, dass wenn wir da jetzt nicht Schulen bauen und den kommenden Generationen die Möglichkeit geben, sich auszubilden, dann kann man über eine Entwicklung nicht mehr reden. Nicht nur Schulen werden von Menschen für Menschen gebaut, sondern auch Kindergärten. Ist das hier erforderlich, wo die Kinder auf dem Land ohnehin in der Betreuung ihrer Familien und vieler Erwachsenen stehen? Ja, in der Betreuung, das sagt man so einfach, aber wenn man denkt, was die Männer für eine riesige Landwirtschaftsaufgabe haben und wenn man denkt, was die Frauen zu tun haben den ganzen Tag, dann bleibt also genauso wenig Zeit für Kinder übrig, wie das in Europa bei den europäischen Frauen ist. Nur einen Steinwurf von hier entfernt entsteht gerade ein neuer Kindergarten. Ich habe ihn im Bild festgehalten, gestiftet von der Gemeinde Vaterstetten. Kommt das öfter vor, dass Firmen oder Kommunen etwas ermöglichen, was ohne ihre Hilfe nicht finanzierbar wäre? Leider nein, also nicht allzu oft, muss man sagen. Was die Gemeinde Vaterstetten betrifft, deren ich habe ja in der Gemeinde Vaterstetten eine Weile in München gewohnt, als ich dort gewesen bin, und habe dort die ganzen obersten Häuptlinge sozusagen kennengelernt. Die Dorfältesten. Naja, und die sind dann mal mit mir einige hierher gekommen, haben sich das angeguckt und dann hatten sie die Idee, so eine Art auf einer Partnerschaftsbasis Kindergarten zu bauen. Sie haben einen gebaut, der sehr erfolgreich war, und machen jetzt einen zweiten, der noch im Bau steht. Aber ich finde das eine sehr gute Idee. Ja, aber für andere Gemeinden, zum Beispiel im Umkreis von München, ist es sicherlich eine Anregung, ein einzelnes Entwicklungsprojekt selber auf die Beine zu stellen. München hat sich im vergangenen Jahr an der Städtewette beteiligt, die du 25 Jahre nach der legendären Wetten-das-Wette noch einmal angeboten hast. Und mit Hängen und Würgen und übrigens mit Hilfe aus dem Umland haben wir es noch einmal geschafft, die erforderliche Summe, es waren deutlich über 400.000 Euro, zustande zu bekommen. Davon sind zwei Schulen gebaut worden, eine sehr große und eine etwas kleinere, die noch in Bau ist. War das für Menschen ein Fortschritt, diese Städtewette, die ja in der Summe bei allen Städten immerhin Millionen eingebracht hat? Ich muss gestehen, dass jede Möglichkeit, die ich habe, unsere Bürger Europas zu erreichen, in den Ländern wie zum Beispiel Deutschland, Österreich und Schweiz, wo es Menschen für Menschen als Organisation und als Stiftung gibt. Jede Möglichkeit wird von mir gerne benutzt, um die Menschen zu überzeugen, dass wir etwas tun müssen und dass wir in der Verantwortlichkeit den kommenden Generationen, den jungen Generationen, es nicht hinnehmen können, dass dieser Kontinent weiter so im Elend versinkt.
Im Rückblick, Herr Oberbürgermeister, Karl-Heinz Böhm hat was Tolles aufgebaut, aber hat sich die ganze Stiftung zu sehr auf ihn konzentriert, da wo er jetzt krank ist, dass man jetzt merkt, die Nachfolge, da hakt's? Also sie war ganz stark an ihm orientiert und ausgerichtet, weil es halt auch seine Popularität gewesen ist, die so viele Millionen locker gemacht hat. Und er stand dahinter und stand dafür jahrzehntelang. Und seine äthiopische Ehefrau setzt diese Arbeit fort. Aber ganz sicherlich braucht man jetzt Kollegialorgane, wo mehrere Menschen beitragen, um den Erfolg in die Zukunft fortzusetzen. Und man braucht die Transparenz, zu der aber Menschen für Menschen auch bereit ist. Wenn der Lotse von Bord geht, muss man sich darum bemühen, das Schiff auf richtigen Kurs zu halten, aber man darf nicht Schifferl versenken spielen. Befürchten Sie, dass das Spendenaufkommen jetzt sinkt? Also ich weiß ja noch nicht, was der Herr Wagen trotz noch alles macht, um Menschen für Menschen zu schädigen, um es in Misskredit zu bringen, mit Vorwürfen zu überschütten. Aber ich denke, dass Menschen für Menschen in diesen Jahrzehnten eine so große moralische Autorität erworben hat und so viel sinnvolle Arbeit geleistet hat und nachweisbar die Lebensverhältnisse von Millionen Äthiopiern verbessert hat, dass sich die Menschen auch durch Störfeuer nicht verirren lassen. Also kurze Ja- oder Nein-Frage. Glauben Sie, dass die Stiftung zugrunde geht an dieser Auseinandersetzung? Nein, sie wird nicht zugrunde gehen, aber ich hoffe, dass sie nicht allzu sehr geschädigt wird, wenn die Kampagne jetzt mit viel Geld inszeniert wird. Das kann man der Stiftung nur wünschen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und uns über die Stiftung weiter informiert haben. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Bleiben Sie dran, es bleibt weiter interessant. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoofen.